Der TGV ist bekannt als französischer Schnellzug und der schnellste Zug der Welt, abgesehen von Magnetschwebebahnen. Allerdings sind die Ticketpreise nicht gerade günstig. Hierfür wurde eine neue Zugmarke des TGVs eingeführt, der TGV Uigu. Er soll billiger sein als die herkömmlichen TGV-Marken und ist sowas wie ein Billigpreis-TGV. Doch ist er wirklich so günstig und welche Unterschiede gibt es zu den normalen TGVs? Ich war in Frankreich und habe für euch den TGV Uigu getestet. Ich habe mir gedacht, ich moderiere das Video mal wieder draußen, weil ich das im letzten Video gar nicht so schlecht fand. Der TGV ist der Hochgeschwindigkeitszug von Frankreich und wird ausgeschrieben als Train de Grande de Vitesse. Bekannt ist er auch als schnellster Zug der Welt, wenn man die Magnetschwebebahn rausnimmt. Denn am 3. April 2007 stellte er den Rekord von 574 km/h auf. Von dem TGV gibt es verschiedene Varianten, wie den TGV Thales, der ins Ausland fährt, in die Niederlande, Belgien, aber auch Deutschland. Oder auch der TGV Lyria, der in die Schweiz fährt. Den TGV Uigu gibt es auch noch. Er wurde eingeführt, um eine Konkurrenz zu den Billigfluggesellschaften darzustellen. Tickets gibt es schon ab 10 Euro für Erwachsene und ab 5 Euro für Kinder. Warum habe ich mich auf meiner Reise aber für den TGV Uigu entschieden? Naja, ich wollte von Lyon nach Barcelona und die normalen TGVs waren mir alle zu teuer und die Regionalverkehrfahrt, die hat einfach zu lange gedauert. Hierzu muss man wissen, ich war mit Interrail unterwegs und die TGV-Fahrten kosten mehr, weil ich eine Reservierung dafür brauche. Naja, dann war da nur noch ein Zug, den ich nicht mal reservieren konnte. Da es der TGV Uigu war, der im Interrail-Ticket nicht inklusive ist oder den ich da nicht mal reservieren kann. Deswegen bin ich auf die Webseite gegangen und habe mir dort die Verbindung angeschaut. Und zwar handelt es sich um ein TGV Uigu von Lyon nach Montpellier. Den wollte ich dann für das erste Teilstück nach Barcelona nutzen. Zuerst war es ein bisschen komisch, weil die Webseite war nur auf Französisch verfügbar, was mir die Buchung erschwerte. Ich weiß nicht, ob man den Zugang für ausländische Kunden damit erschweren will, um das nur für inländische Nutzer zugänglich zu machen, aber ich weiß es auch nicht. Denn auf den anderen SNCF-Seiten und auch in der SNCF-App, die Bahngesellschaft hinter dem TGV, sind auch in Englisch und teilweise sogar auf Deutsch verfügbar. Naja, ich habe mir dann die Seite per Google Übersetzer übersetzen lassen. Und ich konnte mir eben vieles herleiten, was ich drücken muss und so weiter. Ich habe für das Ticket dann 25 Euro bezahlt, es wäre sogar günstiger gegangen. Ich habe mir aber nicht das komplett günstige Ticket geholt, weil ich ein bisschen mehr Flexibilität wollte. Was dann auch noch komisch war, ist, dass das Ticket nicht sofort verfügbar war, sondern erst 2 Wochen vor Abfahrt in der App zu sehen war. Es hat mich auf jeden Fall erstmal irritiert, weil ich das bisher noch nicht kannte, dass man das so macht. Naja, am Tag der Fahrt ging es dann erstmal um 6 von der Unterkunft mit der Straßenbahn zum Bahnhof Lyon-Perrache. Hier hatte ich dann aber noch viel Zeit, bevor es dann wirklich losging. Circa eine halbe Stunde vor Abfahrt ging dann der Check-in los. Es war also nicht wie an deutschen Bahnhöfen, dass man einfach zum Bahnsteig geht, sondern erstmal ging es noch durch einen Check-in. Dort wurden die Tickets kontrolliert und teilweise wurde das Gepäck auch abgemessen, weil pro Ticket gab es eine begrenzte Größe an Gepäck, die du mitnehmen durftest. So ähnlich wie beim Flugzeug, aber mein Gepäck wurde nicht nochmal abgemessen. Danach ging es dann auf den Bahnsteig direkt zu meinem Waggon und zu meinem Sitzplatz. Der Waggon war sehr, sehr leer und ich hatte erstmal genug Beinfreiheit und eine Steckdose. Um 7.36 Uhr ging es dann aus dem Bahnhof raus. Weiter ging es dann aus Lyon raus auf die Schnellfahrstrecke Richtung Süden. Nachdem wir dann auch von einem anderen TGV überholt wurden, ging es dann richtig mit 300 Richtung Süden los. We'll be right back.
Nach einem Zwischenhalt in Valence und 2 Stunden später sind wir dann um 7.34 Uhr in Montpellier angekommen. Der Zug war in meinem Wagen die ganze Fahrt über so gut wie leer. Ich finde, der TGV Uigur ist eine gute Sache. Ich finde es gut, dass es eine billige Variante zum TGV gibt, weil die Preise teilweise relativ teuer sind. In anderen Ländern ist es ähnlich, dass Preise für Hochgeschwindigkeitszüge sehr teuer sind. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass dieses System auch gut in anderen Ländern funktionieren könnte. Und für den günstigeren Preis kann man schon ein paar Abzüge machen. Ich meine, vielleicht haben wir sowas auch als günstigere Variante zum ICE irgendwann mal. Und das war's auch schon mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schaut gerne auf meinen anderen Kanälen vorbei, vor allem auf meinem neuen Kanal Rail Function. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.